Yo, 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 meine lieben Freunde Sonne, willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Ja, wie ich es angekündigt habe, bin ich jetzt zu einem der drei neuen Hauptquests gegangen. Und zwar nach Argos. Ich zeige es euch ganz kurz mal. Argos ist auf der, ja, in dem Teil Argolis. Und was ich sonst noch offscreen gemacht habe, ist die zwei Kultisten noch platt gemacht und meinen Speer von Leonidas verbessert. Genau, hat leider aber keine neuen Fähigkeiten freigeschalten, denn für das vollständige Upgrade, zum Beispiel jetzt hier von dem präzisen Attentat, brauche ich Speerstufe 5. Und ich denke jetzt einfach mal, weil ich ihn schon zweimal verbessert habe, entweder hat er bei 1 gestartet. Ah, nee, ich nehme alles zurück. Ich bin bei Speerstufe 4. 4 von 6. Genau. Zweites nach. Okay. Da zeigt es mir im Prinzip an, was ich denn ja, für neue Skills im Prinzip habe. Macht halt plus 8 gesundheit pro ausgeben Adrenalin-Segment. Das sind halt dann, wenn ich diesen einen hellen Schlag da mache. Verbessert das. Gut, ansonsten habe ich da noch irgendwelchen Stuff oder so gesammelt, der schlechter ist. Und ja, ansonsten war es eigentlich. Ich habe eben ein bisschen hier Argolis schon angefangen auszunehmen. Bin zu den Aussichtspunkten dem, dem und dem dann gegangen. Bin dann schließlich hier rüber gegangen und siehe da, ich bin direkt bei erstens niemandem Schaden. Und ja, das Ganze sieht dann eben so aus. Echt einen schönen Ausblick über die Stadt Argos. Und ja, da unten ist unser Hauptquestziel. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, gehen wir hin und schauen mal, was er zu sprechen hat. Apollon sollte dein Hippokrates persönlich. Pass auf, du bedeutungsloser Wurm. Sag mir, wo er ist oder bei Hera. Ich brenne diese Klinik mit dir darin nieder. Ich habe euch schon gesagt, was ich weiß. Ich verlange nicht viel. Hippokrates muss Demut zeigen, um die öffentliche Ordnung nicht zu gefährden. Er muss vor den Göttern knien und erklären, dass er seine Fähigkeiten von ihnen hat. Aber das hilft den Kranken nicht. Es hält ihn doch nur von seiner Arbeit ab. Ganz schön aufmüpfig, die Alte. Die soziale Ordnung stören zu können, um sich selbst zu einem Halbgott zu erheben. Nun, vielleicht werden sich die Götter höchstpersönlich rächen. Ich bin sicher, es gibt keinen Grund, so zu schreien. Wer bist du? Ich suche nach einem Mann namens... Ich bin Gott. Und noch eine verirrte Anhängerin des Größenwahnsinnigen. Sag deinem gottlosen Meister, wenn er sich nicht bald öffentlich entschuldigt, wird diese Priesterin der Hera eine Armee der Gläubigen versammeln und ihn zum Schweigen bringen. Aus dem Weg! Jo, chillax, Bro. Alle Göttern sei Dank, sie ist weg. Ich dachte, dieses Mal bringt sie mich um. Worum geht es hier? Ich bin Sostratos. Krysis beschuldigt meinen Meister Hippokrates der Gottlosigkeit. Und, ist er gottlos? Er glaubt, dass Menschen sehr viel mehr für ihre Gesundheit tun können, als zu beten. Sie können sich sogar selbst heilen. Faszinierend. Kann ich mit ihm sprechen? Leider nicht. Er ist nicht da. Cool. Ich will Hippokrates treffen. Ist er wenigstens in der Argolis? Ja, aber er ist südöstlich von Heras Wache, um den Kranken und Verletzten zu helfen. Okay. Ich finde ihn. Wenn du dich auf den Weg zu ihm machst, kannst du vielleicht eine Kleinigkeit für mich erledigen? Kommt ganz drauf an, was? Ich möchte, dass du ihm ein paar seiner Utensilien bringst. Er ist überstürzt aufgebrochen und vergaß sie. Hey jo, machen wir doch. Ich kann das für Hippokrates mitnehmen. Ehrlich? Mach es für Entgelt, ich mache es kostenlos. Ja, das ist mir erstmal Geld geben. Ja, aber ich mache es nicht umsonst. Bin echt arm von Drachmen her. Vielleicht kann Hippokrates dir ja noch beibringen, dass man Menschen in Not hilft, wenn du mit ihm sprichst. Woran kann ich ihn denn erkennen? Suche südöstlich von Heras Wache, in der Nähe der Höhle des Pan. Er steht dort vor einer langen Schlange kranker Menschen. Du erkennst ihn an der kahlen Stelle, aber sprich ihn bloß nicht darauf an. An der kahlen Stelle? Okay. Viele Kranke. Kann ein Mann allein ihnen helfen? Gut, Höhle des Pan, tatsächlich sagt mir das was. Ich meine, ich bin nämlich an der
Vorbeigelaufen. Schon mal gerade. Jawohl, genau, da müssen wir hin. Dann nehmen wir doch ganz kurz mal diese Schnellreiseabkürzung, ne? Cool. Und so sind wir mal ganz kurz, ganz schnell bei unserem Questziel. Nicht sehen lassen. Verarscht, ich meine, wir müssen den Berg halt noch hochklimmen, aber. Ja. wie ihr seht, wir sind noch ein Level aufgestiegen, wir sind ins Level 29, kurz vor Level 30. Bei Level 30 gibt es dann nochmal, glaube ich, eine Fähigkeit oder so, zumindest wo ich habe, Was wissen wir über die Krankheit wo des man noch freischalten kann und verbessern kann. Auf den ersten Und Blick schwierig. ja, Aber bedeutender ist, dass er Level ein 30, gutes Level Ziel 30, hat. macht Bock. Wie das? Immer stärker werden. Wenigstens warme Kleider. Das hätte ihm schon geholfen. Aber weil die anderen Helfer davon ausgingen, dass sein Zustand eine Strafe der Götter sei, haben sie ihn vernachlässigt. Jemand, der mit Traditionen bricht. Du musst wohl Hippokrates sein. Ja, und ich bin beschäftigt. Ach, das ist die kahle Stelle auf dem Kopf. Es dauert nicht lange. Ich will dich nicht von deinen Patienten fernhalten und deinen Schülern. Beobachtung, Erfahrung und das Experimentieren sind essentiell für eine Behandlung. Das lernen meine Anhänger. Ich komme von deiner Klinik in Argos. Sostratos bat mich, dir das hier zu geben. Natürlich hatte ich etwas vergessen. Sostratos ist ein guter Arzt und der beste Schüler, den man sich wünschen kann. Hast du ihn um Bezahlung? Der Beste. Natürlich. Ich bin eine Söldnerin. Gierig, aber immerhin ehrlich. Wie darf ich dich nennen, Söldnerin? Kassandra von Sparta. Was verschlägt dich hierher, Kassandra von Sparta? Ich bin auf der Suche nach einer Frau aus Sparta. Wieso sollte ich sie kennen? Man sagte mir, dass du ihr vor langer Zeit geholfen hättest. Vielleicht können die Priester im Heiligtum des Asklepios dir helfen. Sie notieren akribisch, wer alles da war. Bitte, Hippokrates, ich bin weit gereist, um dich zu treffen. So wie der Kranke hier und die, die vor ihm kam und der vor ihr. Meine Patienten brauchen mich, doch meine Notizen zu den Krankheiten des Geistes wurden gestohlen. Hol sie zurück und ich werde dir helfen. Ja, Schnell, machen diesem wir schnell. Patienten bleibt nicht mehr viel Zeit. Okay. Ja, dann gehen wir Ich gleich, werde ne? mein Bestes geben. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Gut. Quest Nummer 1 abgeschlossen. 16.000 EP. Geil. Machen richtig schöne große Sprünge. So, mehrere Quests angenommen. Bin mir aber noch direkt einen vorgeschlagen. Nee, okay. Dann wählen wir sie geschwind aus. Dö-dö-dö. Der nächste bitte. In Dimas spricht mit ihm über Bürokratis. Notizen beschaffen Informationen von dem Priester im Heiligtum des Klebers. Jo, wir machen erst das. Findet Dimas. Findet Dimas. Findet Dimas. Findet Dimas. Ich sehe gerade. Ein Quest. Schildchen. Der Arzt ist in der Argolis. Er ist im nördlichen Teil der uralten Ruin des Perseus. Der uralten Ruin des Perseus. Leitet die Krankenstation der Festung Tyrrhenes. Ist das vielleicht? Tal der Träume? Und das hier könnte irgendwie nach Argolis auf jeden Fall aussehen. Also im nördlichen Teil der uralten Ruinen des Perseus. Ruinen des Perseus. Mal schauen, ob das Gebiet hier irgendwo noch ist. Tal des Pegasus. Ruinen des Perseus. Also im nördlichen Teil der Ruinen des Perseus. Jawohl. Dann wird er wahrscheinlich hier sein. Wenn er im nördlichen Teil ist. Gut, dann laufen wir einfach mal schön hin, ne? Beziehungsweise reisen mit unserem treuen Ross mal wieder. Dann schon extrem gute Dienste geleistet. Muss man schon ehrlich sagen. So, was sehen wir hier kurz durch? Das Leder lassen wir natürlich nicht einfach so liegen. Manchmal ist die
Weitesteuerung echt ein bisschen verwirrend. Aber ja, gibt Schlimmeres. So, das sieht man hier auch erstens tief aus. Und zweitens wie eine größere Stadt. Auf jeden Fall. Was ist denn der Szenes? Jawohl. So, wo ist er denn? Da schon. Okay. Mächtige Tirins, erbaut von den Kyklopen, jedenfalls der Legende nach. Och, kann ich nicht? Okay. Ich konnte gerade nicht hier hochklettern, hier auch nicht. Aber da, okay. Ja, manchmal gibt es sehr wohl Stellen, wo ich auch nicht erklimmen kann. So, okay. Wir schauen mal, dass uns jetzt einfach hier gerade keiner sieht. Kann ich hier runter springen? Ja. Nee, da hab ich nichts gesehen. Nee, hast du nicht. Was machst du hier? Hippokrates schickt mich. Dein Befehlshaber hat seine Notizen und ich glaube, du hast sie jetzt. Die Notizen des großen Hippokrates persönlich? Tut mir leid, sie verbrannten beim letzten Angriff. Was? Du hast mich gehört. Das Behandlungszelt brannte ab. Aber ich habe mir alles gemerkt, was darin stand. Ich kann das aufschreiben, wenn ich Zeit habe. Oder wenn der Krieg abflaut. Dann musst du mit mir kommen. Einer von Hippokrates Patienten wird sterben, wenn du nicht hilfst. Ich habe auch einen Patienten, der Hilfe braucht. Kann sich niemand sonst um ihn kümmern? Ich bin der Arzt hier. Lass mich in Ruhe. Was sollte, ich könnte dich bezahlen, was sollte das jetzt bezwecken? Mit Geld in den Drachen stopfen oder was weiß ich? Soll's mitkommen, Mann? Keine Zeit. Ich brauche dich bei Hippokrates Lager. Jetzt. Okay. Was war da? Rambo. Jetzt bringen die was zu Hippokrates. Ja, super. Kann ich jetzt währenddessen ich den halte, ein Attentat machen? Lol. Das sind einfach vor allem auch nicht schlecht. Einmal aufheben. Und schleichen sogar. Nice. Mache ich den noch kurz weg. Heben wieder auf. Und spazier wieder aus der Festung raus. Ja, easy peasy. Okay. Und kann ich jetzt auch noch das Pferd? Kann ich den aufsatteln oder sonstiges? Nee, ne? Doch, R2 platzieren. Lava! Ella! Geil. Alter, das Game. So unglaublich gut. Aber ich konnte nicht ewig warten. Und Hippokrates auch nicht. Ja, also ich fand meine Entscheidung jetzt echt nicht schlecht, bin ich ehrlich. Kann man so machen. Ella. Ups, okay, ich dachte, ich springe schon drüber. Ja, dann wollen wir mal die Treppe. Wir müssen irgendwie eh einen Weg finden. Und ich sehe ihn auch schon. Jawohl, hallo. Oh, da ist der. Ich bin es. Okay, warte mal. Kann ich jetzt mit ihm talken? Ja. Na, weg. Aufheben. Und dann ihn zu ihm bringen. Schlecht, aber es gibt noch Hoffnung. Hast du meine Notizen? Noch nichts. Hilft das hier? Wer ist das? Hippokrates, es tut mir so leid. Deine Notizen wurden vernichtet, aber ich habe mir alles gemerkt. Dann ist es deine Pflicht, mir zu helfen, diesen Mann zu retten. Und auf magische Weise haben sie den Mann wieder gesund gemacht. Sehr gut. Das würde ich gerne über meinen Patienten sagen.
Welcher Patient? Deine Söldnerin griff mich mitten in einer Operation an. Nur so konnte ich ihn rechtzeitig hierher bringen. Auch wenn du einen gerettet hast, hat der andere dieses Schicksal nicht verdient. Wenigstens eine Seele konnten wir retten. Eben. Wenn wir hier fertig sind, werde ich alles aufschreiben, was ich noch weiß, Hippokrates. Ich suche die Priester auf, um mehr über meine Mutter zu erfahren. Komm mit mir. Du hattest einen langen Tag. Das wollte ich gerade sagen. Du schuldest mir noch Informationen, Hippokrates. Ich kann die Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit gar nicht ernst genug nehmen. Was kann ein Apfel schon ausrichten? Nun, bei täglichem Verzehr hält er die Ärzte fern. Aha! Doch, kennt ihr den Spruch? Apple the day keeps the doctor away. Also die Griechen haben ihn erfunden. Ich war noch sehr jung. Hab's genau gesehen. Ich weiß nicht, was ich tun sollte, also schickte ich sie weg. Aber ich habe nie vergessen, wie entschlossen und gleichzeitig verzweifelt sie aussah. Daran werde ich mich stets erinnern. Danach schwor ich Apollon, dass ich nie mehr einen Hilfesuchenden abweisen würde. Dass ich dieser Sache mein Leben widmen würde. Sie hat wirklich Eindruck hinterlassen, deine tapfere Mutter. Sie würde ja, das würde ich ja wohl hoffen. Ich schickte deine Mutter zum Heiligtum des Asklepios. Sag dem ältesten Priester, dass es bald eine Behandlung für die heilige Krankheit geben wird. Dann schenkt er dir vielleicht Gehör. Danke für alles, Hippokrates. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Sehr gut. Merci, Hippokrates. Müssen wir uns die vor Ort zeigen? Hier ist noch ein Schatz, oder? Nee. Huch? Nee. Schatz. Okay. Gut. Dann machen wir noch direkt im Anschluss die nächste Quest. Die Priester des Asklepios, genau. So, Bischofinformation, das Heiligtum befindet sich in der Argolis. Es liegt in der Mitte des Tals der Träume. Ja, perfekt, das ist genau da, wo ich ja eh noch hin wollte, weil erstens drei Nebenmissionen und ein Aussichtspunkt zum Synchronisieren. Perfekt für uns. Das heißt, wir nehmen den damit und gehen dann hier gerade rüber. Es liegt westlich des Troizen Militärlagers. Ja, okay, das wird wahrscheinlich basically das sein. Okay. Heißt, wir rennen schön dahin. Jetzt ist eher eine Run-and-Talk-Folge. Von Quest-Ziel zu Quest-Ziel. Und dann noch Offroad. Aber ist gut, wenn einfach Phobos straight ahead geradeaus durchrennen kann und nicht so komische Hügel oder sonstiges alles im Weg sind. Los. Dann schert er nicht so aus. Oder sie. Nein, das Lager, okay. Bisschen näher eines Ziels. Das war mir im Prinzip auch klar. Dann machen wir das am besten gleich. Das Quest-Ziel. Wir müssen nämlich Informationen beschaffen. Ja, und es geht halt nur, indem ich mich ganz vorsichtig anschleiche. Nee, noch ein anderes Ziel. Ach, das ist, okay. Sorry, das ist, ein Nebenquest-Ziel. Oder wobei, nee. Nee. Das ist gleich, er ist ein Nebenquest-Ziel und gleichzeitig das Hauptquest-Ziel. Lul. Ich weiß noch nicht, ob sich der immer noch bewegt. Wenn er dann, gehe ich einfach schnell hin. Ja. Wird sie leben? Nicht, wenn die Götter unsere Gebete nicht erhören. In letzter Zeit kommen viele Kranke aus Athen in die Argolis und nur wenige gehen wieder.
Das arme Mädchen leidet an derselben Krankheit. Und der hat auch so eine schöne Glatze. Jetzt helfen wir dem und dann gibt er uns sicherlich mehr Informationen. Man hat mich vor der Adlerfrau gewarnt. Sie will nichts außer Drachmen für Blut, sagt man. Wir verschwenden Zeit, Priester. Wir können über meine Wünsche sprechen, wenn es dem kranken Mädchen wieder besser geht. Ihre Krankheit scheint unheilbar und sie breitet sich aus. Unsere Opfergaben konnten die Götter nicht erweichen. Schweine, Ziegen, alles stieß auf taube Ohren. Wir brauchen ein Biest, dessen Blut die Flammen für Asklepios entfachen wird. Und was schwebt euch vor? Alter, das war ja sehr dichterisch. Er streift am Rande des Heiligtums umher. Geh nach Westen in Richtung Küste. Bring ihn mir lebend und ich bringe den Göttern ein Opfer dar, das sie nicht ignorieren können. Es berührt mich, dass du helfen willst. Aber ich weiß, weshalb du hier bist. Krysis ließ alle Priester schwören, der Adlerfrau keine Informationen zu geben. Alter, Krysis, Mann, diese Alte. Verwirkt. Doch ich diene den Göttern und Kranken. Mein Schwur gilt ihnen. Also gut, dann bringe ich dir jetzt ein Schwein. So, also Schweinchen, der heilige Stier ist in der Agolis, jo, der Stier Gras im nördlichen Teil des Berges Kinnortion, okay, genau, hinter uns. Der Stier wurde zuletzt in den Ruinen von Asine gesehen. Die Ruinen von Asine, das ist wahrscheinlich genau da. Okay. Helfen wir zuerst mal dem Priester, bevor wir den anderen machen. Und dann bin ich mal gespannt, ob er dann eben den Alten und Kranken hilft, also mir. So, im Schnellfokus. Jo, du bist schon näher ans Ziel. Genau. Bin ich zu spät? Heiliger Stier. Es sind noch zwei Gegner neben dran. In den heiligen Stier und bringe ihn zum Priester. Wo? So, irgendwo ist ein Viech. Lol. Die haben mich ernsthaft gesehen. Oh. Hi, Bro. Und Jump, Bro. Und ciao, Bro. Hui. Bam. So, dann machen wir den hier. Ich nehme sein Herz für das Opfer mit. Sorry, Hundi, dich will ich eigentlich gar nicht, aber wenn du mir schon so kommst. Oh, fühlt sich nicht sehr angenehm an. Bring das Herz des Stiers zum Priester, okay. Sehr gut ausgewichen. Natürlich alles gewollt. So. Also, den habe ich. Ich habe das Herz schon. Okay. Bring das Herz des Stiers zum Priester. Okay. Ja, die Asino-Ruine machen wir irgendwann mal später. Den da zu killen und alles halt. Wir müssen jetzt erst schnell seinem Patienten helfen. Wo, was kämpfst du gerade gegen? Nee. Löwe. Okay. Triffst du, Cassandra? Oder ist wirklich ein Löwe?
aber nicht schnell genug für mich. Jo, das sieht von hier oben. Seht ihr das gerade aus? Sieht wie so eine Flugzeuglandebahn aus, ey. Krass. Ja, die Griechen waren ja schon fortschrittlich, gell, muss man sagen. So, hallo Priester. Boah. Ich konnte ihn nicht lebend fangen. Aber ich trage sein Herz bei mir. Das wird nicht reichen, um Asklepios zu besänftigen. Das Tier ist unfreiwillig gestorben. Und mit dem Herzen können wir nur für ein Leben beten. Bitte, Söldnerin. Der weiße Stier gehörte mir. Meine Farm versorgt die halbe Argolis. Wenn ich sterbe, verhungern die Menschen. Ich flehe dich an. Mein Mann starb durch die Krankheit. Ich habe zwei kleine Kinder. Wer kümmert sich um sie, wenn ich sterbe? Ich habe Geld. Ich bezahle für deine Güte. Alle muss ich jetzt... Ist schon gut. Gib ihnen das Opfer. Ich muss jetzt echt entscheiden, wem ich das Herz gebe. Du entscheidest, wessen Gebet die Götter erreicht. Loi. Der Bauer, die reiche Frau, das Mädchen. Ja, ich bin ja eigentlich wegen dem Mädchen da und er hat ja Informationen für mich, also von dem her gib ich's dem Mädchen. Ich weiß, wie es ist, klein und verlassen zu sein. Betet für das Mädchen. Das wirst du bereuen. Keine leichte Wahl, Söldnerin. Aber so sei es. Der Rest liegt in den Händen der Götter. Ich habe meinen Teil getan. Zu der Spartanerin. Ihr kennt sie? Ihr Besuch bei unserem Heiligtum ist legendär, doch leider war das vor meiner Zeit. Der Mann, den du suchst, ist Midon, der ältere Priester. Er sprach oft von ihr, bevor er sich die Zunge herausschnitt. Die Zunge. Wenn du keine Kranken heilt, findest du ihn im Gästehaus. Er lässt sich dort häufig von den Bediensteten umsorgen. Das werde ich euch nicht vergessen. Und diese Menschen werden es dir nicht vergessen. Das Gästehaus ist, das Bordell der Griechen. Jo, Brudi, ist kalt. So wie es aussieht, ja, ne? Zieht er schon ein bisschen. Level 30, sehr geil. Schadengesundheit und Kircherkapazität erhöht. Nice. Neue Quest, kein böses Wort. Was ist das? Frage Midon, den älteren Priester am Gästehaus. Ja. Ja. Würde ich sagen, das machen wir, wenn uns nämlich der eine Priester uns ja schon die Information gegeben hat. Quatschen wir mal noch mit dem. Und schauen wir mal, wie es im Gästehaus aussieht. Freunde, ich bin richtig gespannt. Das Gästehaus, zack. Oh. Ups. Ach so, natürlich wird es bewacht. Ja. Stopp. Ciao. Wirklich? Du? Du Armer. Gästehaus, okay. Gästehaus, wenn wir ja eh schon hier drin sind, dann plündern wir auch wirklich direkt. Oh. Einmal. Oh, Mist, da geht's nicht. Als ob, der hat mich gar nicht gesehen. Oh, dann geht direkt die nächste Runde wieder los. Zack. Der Heldenschlag ist schon cool. Bin nicht early. Huch. Oh, weg. Dann machen wir Flamme an. Ja gut, wie viel haben wir mal beide? Alter, sieht es.
Sieht doch richtig episch aus. Sieht richtig episch aus und da kommt schon direkt der erste Aufgeldjäger um die Ecke. Aber den wollen wir jetzt erstmal nicht begegnen. Erstmal holen wir uns noch den Schatz, dann haben wir nämlich dieses Gästehaus auch erledigt. Ja, dann gehen wir straight ahead zu Midon. Oder Midon. Schauen, ob er gerade umsorgt wird. Ja. Wachen! Die sind tot. Und ihr seid sicher Midon. Er spricht nicht. Das habe ich gehört. Ich will herausfinden, warum. Krösus hat ihm das angetan. Facepalm. Um seine Loyalität zu beweisen. Und was hätte Krösus davon, wenn sich ein älterer Priester die Zunge herausschneidet? Midon ist ein fürsorglicher, großzügiger Mann. Ich will Antworten von ihm, nicht von dir. Erzählt mir von der Spartanerin und dem Säugling. Er kann nur mit Ja oder Nein antworten. Oh, okay. Die Spartanerin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er Ja oder Nein sagt. Oh. Man sagt, sie hatte einen Säugling dabei. Okay, beides mal Ja. Das Kind war dem Tode nah, als sie hier ankam. Midon betete für sein Leben. Mhm. Sagte die Frau, wohin sie gehen wollte? Nee, okay. Und hast du das Kind gerettet? Auch nicht? Okay. Nicht? Er tat, was in seiner Macht stand. Doch das Kind war schwer verletzt. Teilen eigentlich alle Priester des Heiligtums ihr Bett mit Dienern? Ich bin nicht seine Dienerin. Uns verbindet ein heiliges Band. Heilig. Alter, Cassandra. Yo, okay. Ich weiß, warum Krösus wollte, dass ihr euch die Zunge rausschneidet. In der Nacht, in der meine Mater mit meinem Bruder herkam, hielten die Priester und ihr ihn für tot. Krösus wollte nicht, dass ihr das ausplaudert. Es war ganz anders. Was weißt du schon? Du warst doch gar nicht dabei. Er erzählte mir die Geschichte viele Male, bevor die Hexe seine Stimme raubte. Er versuchte, das Kind zu retten. Er tat, was er konnte. Flashback, Jungs und Mädels, Flashback. Ich glaube euch nicht. Tot? Wie kann mein Kind tot sein? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hattest Glück, dass er so lange überlebt hat. Dieser Sturz war verheerend. Mein Kind. Mein Kind. Hör zu, wir können hier nichts mehr für dich tun. Mach dich wieder auf den Weg. Gelobt sei Hera. Sie sind tot. Sie sind beide tot. Ja, ich bin ja auch von der Klippe gesprungen, ne? Geworfen worden. Und atmete nur schwach. Ja, erzähl mir mehr. Sagt es mir, bitte. Ich muss es wissen. Nicht einmal Apollon hätte den Jungen retten können. Midon erzählte mir von den Tränen der Spartanerin. Sie hielt das Kind im Arm, sang ihm vor, bevor sie ihn den Göttern übergab. Krösus nahm das Kind an sich, nicht wahr? Und ihr durftet nicht mehr reden, um es geheim zu halten. Wahnsinn, diese Krösus, Alter. Wo ist Krösus? Mhm, so denke ich auch gerade. Zu dem die Menschen ihre kranken Kinder bringen. Dorthin brachte sie das Kind. Du findest ihn nahe der Statue des Apollon Maleatas. Und Krösus ebenso. Die Menschen suchen in diesem Heiligtum nach Heilung. Doch ich finde hier nur Sterbende ohne Hoffnung, Priester ohne Zungen und Kinder... Hm. Die einer Verrückten überlassen werden. Nein, wie hätte du er? Oh, den habe ich jetzt nicht verstanden. Ich werde euch zu vertrauen. Ich werde Krösus finden und sie wird für ihre Taten bezahlen. Oh ja. Ruhig, mein Kind. Möge immer unsere heilige Familie segnen. Lol. Okay, das hätte ich jetzt eigentlich erwartet.
könne, dass die im Kult des Kosmos ist. Bin ich auch ehrlich. Hi. Ups, Asche zur Asche. Ja, perfekt. Sehr gut, meine lieben Freunde der Sonne. Das war jetzt. Des Asklepios, des Gottes der Heilkunde. Ich wende mich lieber an einen Arzt, wenn ich krank bin. Das war auf jeden Fall eine sehr aufschlussreiche Folge. Wir haben viel über unsere Mutter Nurine erfahren, was mit den Kindern passiert ist, also sprich mit Alexios und mir. Ja, und dass halt eben die Krysis da dem Kult des Kosmos angehört. Und dass die eine olle Troller ist, ne? Die wir jetzt da aufspüren werden und sie sneaky beagle-like dem Erdboden wieder gleichsetzen. Aber das alles machen wir in der nächsten Folge. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Haut da rein. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.